Ja, Leute, und so heiße ich euch willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag mit diesem geilen Bildschirm. Leider muss ich diese Aufnahme wieder nachsynchronisieren. Oder wieso wieder? Das andere war Metro und die so nicht online. Aber ich war heute Morgen leider so schlau und im Halbschlaf und hab vergessen, auf die Starttaste zu drücken für Outer City. Oder vergessen, ja doch, vergessen die Starttaste zu drücken. Ja, und wir starten natürlich gleich den Einzelspielermodus. Ein neues Spiel natürlich. Und natürlich nennen wir uns Dragonfighter 94. Ja, ich werde jetzt versuchen, das so gut wie möglich nachzuvertonen. Und ich habe das G groß geschrieben, sehe ich gerade. Das ist schlecht. Aber egal, dann wollen wir mal sehen, was die Karibik uns bietet. Ich hoffe, ihr habt Spaß jetzt bei der Aufnahme. Also ich fand, die erste halbe Stunde war super. Ich kann nicht sagen, dass die schlecht war und ich mache mir mal kurz aus. Ubisoft präsentiert. Oh ja, da haben wir ein schönes Messer im Arm. Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Und natürlich erkennen wir diesen Typen. Er ist ein Assassine vom Aussehen her, von der Kleidung. So, und wir spielen natürlich Edward Kenway. Ja, also, dann gehen wir mal ans Ruder. Ja, ja, wir gehen ja ans Ruder. Und gleich zum Anfang geht hier die Boot-Action los, wie es aussieht. Um ihre Kanonen abzufangen, halten sie und bewegen sie um... Naja, das kriegen wir schon hin. Neues Missionsziel, feindliche Schiffe versenken. Ja, gut, das sollte kein Problem sein. Ja, erstmal gucken, wo ist denn hier... Wieso haben wir... Was war das denn jetzt? Jetzt haben wir Fässer rausgeschmissen. Ich wollte doch schießen und keine Fässer raus... Da. Feststelltaste. Ja, um die Kamera zu drehen, ja. Ich will schießen, ja. Na gut, jetzt habe ich schon mal geschossen. Also das Schießen ist hier wesentlich schwerer als in Assassin's Creed 3, finde ich gerade. Besonders, weil er mir da anzeigt, ich kann darauf schießen, aber... Wahrscheinlich habe ich noch nicht die Kanonen dafür, das könnte möglich sein, weil... Oh doch, da sind ja die kleinen. Da schon wieder so eine Scheißding. Ach, das große, da müssen wir versenken. Das sollten wir doch hinkriegen. Und. Feuer! Fuck! Feuer! Naja. Aber sieht schon geil aus, muss man sagen, der Sturm und das. Yeah, da haben wir eins mitgenommen. Ja, aber wie machen wir denn jetzt diese Dinger da kaputt? Also, ich sehe da noch nicht so richtig durch. Das verstehe ich noch nicht. Man kriegt auch keine Erklärung dafür, da wird man einfach so reingeschmissen. Ja, machen wir jetzt, glaube ich, das Ding platt, oder? Oder die Kleinen, die Kleinen! Alter, wie viel so ein kleines Ding aus, oder? Na komm, jetzt holen wir zum letzten Schlag aus. Wow! Da haben wir auch eine Breitseite abgekriegt. Naja, wir haben es geschafft. Oh, wie schön es brennt. Oh, scheiße. Ja, lauf auch noch hin, genau. Lösch die Flammen. Mach schon, du räudiger Hund. Oh.
Da kam der Assassine doch noch an Bord. Aber warum? Weshalb? Was haben wir ihm getan? Werden wir bestimmt noch erfahren, hoffe ich. Ist es gefährlich? Edward. Hm? Die Freibeuterei. Ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Hm? Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es. Na, der Blick sagt ja, dass er das Versprechen wohl nicht halten kann. Naja, wenn er so untergeht, dann kann er es auch nicht halten. Das Ufer erreichen, ja, sollte... Ja, wir können auch schnell schwimmen mit Schiff. Ja, das weiß ich schon. Das ist im vorherigen Teil auch so. So, dann hüpfen wir mal hier. Natürlich, man kann da nicht rüberhüpfen, ne? Ja. So ein Scheiß. Dann müssen wir halt weiter schwimmen. Oh, Fische. Schick, schick. Ja, wir leben. Freuen wir uns. Oh! Da kommt der Assassine. War's für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Sprich weiter. Der Blick war geil. Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Oh. Verfluchtes Piratenpack. Oh, da ist das Schießpulver nass geworden. Dich hol ich mir, Früchtchen. Schon den Assassinen finden, naja. Aber ich möchte doch erstmal hier ein bisschen gucken. Das war ein schlechter Anfang. Oh. Mal hier so schick rüber. Das geht doch alles ganz gut. Guck mal, die schönen Krabben. Und da ist das Schiff untergegangen, da vorne. Und hier sind nur ein paar Kisten. Na, dann wollen wir mal wieder runter. Und ihm hinterher, oder? Ist da noch was? Nö, wir gehen ihn jetzt hinterher. Oh, was haben wir denn hier Feines? Ja, freilaufen. Das ist mir schon klar, dass ich so freilaufe. So. Oh, ist hier was? Nö. Nur ein kleines Feuerchen. Wo ist er jetzt? Naja, einfach mal weiter. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Mit wem hat er eben gesprochen? Ich sehe den Typen gar nicht. Na, klettern wir mal hier hoch. Vielleicht sehen wir ihn dann. Wow, aber das Klettern geht ganz gut. Wir sind da noch gar kein Assassine. Warum können wir klettern wie eine? Und auch schon über die Bäume hüpfen wie eine. Naja, nicht drüber nachdenken.
Piraten sind halt gute Kletterer. Ah, dann mal schnell hier hoch. Ach, hier ist so ein Aussichtsturm. Dann können wir ja gleich hier synchronisieren. Oh, der kam hier wohl nicht mehr runter. Na, gehst du jetzt wohl da hoch? Na, so ist richtig. Na, hier können wir synchronisieren. Wollen wir mal eine nette Sicht ist das hier. Sieht ganz gut aus. Oh, und wir können schon den Todessprung beziehungsweise Falkensprung, wie er noch im ersten Teil, glaube ich, heißt. Ah, Todessprung hört sich wieder. Da ist er ja. Wo will der bloß hin? Wenn wir das wüssten. Das ist aber nicht nett. Oh, da ist eine Kiste. Die wollen wir uns natürlich. Ja, richtig. Nix Schlösser knacken hier, wie im dritten Teil. Einfach auftreten, den Scheiß. So, da ist doch noch was. Wo denn? Ich sehe nichts. Hä? Da ist auf der Karte was zu sehen. Hier hoch. Da. Wie komme ich da ran? Springen geht nicht. Na gut, ich will jetzt auch nicht lange hier rumeiern. Aber die Kiste, die hier sein soll, da ist sie. Ja, man muss auch genau davor stehen, sonst geht das nicht hier. Zack, nächste Kiste auf. Da ist ein totes Tier. Oder? Doch, da ist ein totes Tier. Mann, aber was ist... Hä, was ist denn das? Ihr kennt... Alter, was... Katze, hör auf deinen Knochen. Wildschweinhaut. Ach, das war ein Wildschwein. Ich mach noch mal kurz auf Stumm. So, jetzt weiter hier hoch. Wir könnten uns zusammentun. Ach, da ist er. Der ist ja gerade runtergesprungen, ne? Da ist noch eine Kiste. Kiste? Kiste? Ne, nicht verstecken. Stein kann ich natürlich nicht rüberlaufen. Aha. Das ist wieder Spiellogik. So, und zack, ist die nächste Kiste offen. So, dann krapseln wir mal auf diesen schicken Baum hier. Ne. Hängen ist, glaube ich, nicht das, was wir wollen. Und können wir hier runter? Oder muss ich jetzt... Auf die andere? Auf den anderen Ast? Ne, wir können hier runter. So, wo geht's denn? Da sieht doch aus, als wenn wir wieder an Land können. Oh, tops. Ja, toll. Hier ist ja... Na, ah, da drüben. Und nochmal. Nochmal ins Wasser. Ach, da ist er. Au! Alter! Jetzt ist aber Schluss. Den Assassinen eliminieren. Okay. Das sollten wir doch hinkriegen. Ah, du entkommst mir nicht, Alter. Ich krieg dich, du Penne. Ist auf mich geschossen, du. Na, warte. Hüpfen wir mal hier rüber. So. Und hopp. Hinterher. Na komm, ich krieg dich. Ich krieg dich. Komm, 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 komm. Put, put. Mensch, jetzt bleib doch stehen. Ah, jetzt will er. Wie heißt er? Duncan Walpole? Und da ist er tot. War aber nicht schwer. Also die Kämpfe scheinen wie im dritten Teil leicht zu sein. Jo, schleichen wir ihn mal weg. Gucken uns an, was er dabei hat. Ein Brief. Mr. Duncan Walpole. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung.
So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Sumas humilde servidor, el gobernador Laureano Torres. Oh Gott, was ein Name. Aber wieso ist das Kostüm bekannt für die Assassinen? Das soll doch unbekannt sein. Holen wir eure Belohnung. Ja, jetzt kassieren wir erstmal dick die Belohnung ein, natürlich. Oh, aber das scheint mit der Kapuze doch zu warm zu sein für ihn. Ja gut, dann einen Weg nach Havanna finden. Oh, da hat jemand geschossen. Wieso ist da vorne jetzt Sperrgebiet? Schnell mal hier hochkrapseln. Dieser Schoner sollte ausreichen. Oh, ich habe sie jetzt nicht richtig gesehen. Hat er die versteckte Klinge weggeworfen oder was war das? Naja, erstmal synchronisieren hier. Und würde ich sagen, runter hier. So, und irgendwie sollte hier eine Kiste sein, Loadkarte. Bestimmt hinter dem Wasserfall. Kommen wir da? Ja, da kommen wir rein. Da ist er ja schon. Und zack. Ha. Jetzt kann er sich seine 100 Escobar-Dinger da in den Arsch schieben. Wir haben schon ein bisschen mehr. So, und hier ist... Wir sollen das Schiff dieses Schurken übernehmen und folgen. Verzeiht, Kingston? Nein, nein, unser Reiseziel ist Havanna. Ich bin nur ein Händler. Schildkröten. Nett. Du wirst hängen für deine Schandtaten. Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ich gingen nur vor Anker, um Vorräte aufzufrischen. Ob man die Schildkröten auch jagen kann? Anpischen. Bereiche mit dichter Vegetation können als Anpischzonen benutzen. Sie können sich dann verstecken und bewegen. Nutzen Sie sie, um Ihren Zielen heimlich zu nähern. Ja, das ist doch wie im dritten Teil. Oh. Zack! Oh, da haben wir ihn. Oh. Der scheint tot zu sein. Nehmt alles, was ihr wollt. Oh, plündern kann man auch wieder, das ist gut. Ja, oh, schnell hier rüber. Alles, was ihr wollt. So, komm her, du Penne. Oh, jetzt steht der andere da. Oh Gott. Oh Gott. Ah, wieder hier rüber. Ob man die Schildkröten jagen kann? Na, ich probier's erstmal nicht. Erstmal hier die Leute. Ausrauben natürlich. 11. Die Geräuschkulisse ist auch gut. Also. Oh. Oh, 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 der hat mich gesehen. Schnell. Und. Komm her. So, jetzt haben wir alle drei. Und jetzt, da hinten sehe ich noch eine Truhe auf der Karte. Aber ich will nicht den Baum hoch, also. Hopp, hopp, Edward. Ach, da ist er. Zack, haben wir sie auf und... Ja, ich glaube, anpirschen bringt bei dir nichts. Nö, da ist ja kein... Gut, dann stürmen wir mal rein da. Naja. Zack, zwei Tote. Bam, Junge. Bam, in die Fresse. So, Mann, ist das easy. Kann ich das Schwert nehmen? Nö, scheiße. Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch, hier liegt mein armer Kapitän und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah.
Ach was. Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles, dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Erstmal als den anderen da ausgeben, auch nicht schlecht. Ohne ein Ruderboot werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen. Da gibt es wohl Schlimmeres. Jetzt störe ich mal gerade den Spielflow und sehe gerade, ich habe da voll die Schatzkarte übersehen heute Morgen. Ich dachte, das wäre so ein Reiseding, aber da lag ja ein Toter. Naja, auch egal. Dann kommen wir mal wieder in Flow. So. Dann schwimmen wir mal hier, ja. So fett wie du bist mit dem Mantel, na, da kann man auch nicht schwimmen. Naja, schnell hier hoch. Hopp. So, ihr Landratten, dann wollen wir mal. Ich spüre eine steife Brise von Nordost. Wer ist er? Ist das der erste Martin, Edward später hat? Naja, dann steuern wir jetzt erstmal das Schiff hier. Oh Gott, was ist jetzt auf der Karte? Felsen und was ist... Oder was ist Land und was ist Wasser? Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Sag doch, eine steife Brise von Nordost. So, jetzt hier ein schönes Seemannslied. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Ja, wir fliegen, Alter, wir fliegen. Die Seeleute waren besorgt wegen der Geschichten über Piraten in diesen Gewässern. Sind sie wirklich gefährlich? Was denkt ihr? Möglicherweise. Doch die meisten Piraten segeln über dem Wind zwischen Kuba und Hispaniola. Oh, verstehe. Ja, eine vielbefahrene Meerenge. Joa, erstmal ganz cool hier steuern. Ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts von größerem Wert. Zuckerrohr und seine Produkte. Melasse, Rum. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen Rum verschmelzen. Nun ja, ich schätze, ihr habt recht. Oh, scheiße, da ist falsch. Ja, ich bin verwirrt durch die Karte, Das sieht eher aus, als wäre das Dunkle das Land und das Helle das Wasser, aber es ist genau andersrum. So hätte ich das jetzt interpretiert, also... Ja, dann... Alter, ich komme hier nicht rum, Da geht's auch nicht lang, scheiße, Ach so, zieht man das Segel ein. Mit W und S. Aha, ich brauche also gar nicht W drücken, um zu fahren. Gut, dann kommen wir jetzt auch besser hier rum. Das wird knapp. Oh, ganz knapp. Kann man mal sehen, was für ein guter Kapitän ich bin. So. Oh, da hinten um die kleine Enge soll ich... Oh, Flamingos, wie niedlich. Ob man die auch jagen kann? Au. Los, hier rum da, los. Hopp, hopp. Bewegt euch, Leute. Das ist keine Spazierfahrt. Ah, wir kommen unserem Ziel immer näher, nur noch 400 Meter. Was ist das? Sind wir auch Flamingos? Die sahen so weiß aus. Leersegel einholen! Knapp. Aber wir kommen rum. Leersegel, alle Segel! Und jetzt volle Kraft voraus. Noch 220 Meter. Ereignis ansehen.
Oh! Lol, da war ein Wal, den will ich jagen. Ich will alles jagen. Oh. Zwischensequenz. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. Oh, die Musik passt auch richtig dazu, also zu diesem Karibik-Flair, also schon geil. Oh, was? Fantastische Arbeit, sehr vielversprechend. War das schon Sequenz 1? Helden werden nicht geboren. Ja gut, ich würde dann sagen, wir machen hier dann erstmal Schluss für diese Aufnahme, denn die Folge soll ja nachher noch online. Ich schneide das jetzt bloß noch zusammen mit dem Ton und dann... Wird die Folge hochgeladen heute?